Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, Cleo und ich genießen heute unsere Auszeit. Man sieht es leider nur ein bisschen, dass er da hinten steht auf dem Paddock und gerade mal wieder Blödsinn macht. Ja, wir hatten gestern unseren großen Tag, mein großer Tag. Unglaublich, aber ich habe tatsächlich das erste Mal auf dem Rücken von meinem Babypferd gesessen. Und das war einfach, ja, unbeschreiblich. Ich habe das natürlich auch filmen lassen, habe tatsächlich länger trotzdem überlegt, ob ich euch das überhaupt zeige, weil es halt eben alles andere als perfekt ist. Zudem ich mich halt einfach auch ein bisschen vorne am Zügel festgehalten habe und Q anscheinend etwas, ja, was ja schön ist, zwar sensibel am Maul ist und dadurch aber so ein bisschen, ja, eng kam überwiegend. Aber das war halt mein erster Versuch und ich habe keinen Schiss gehabt, aber ich hatte doch einen ganz, ganz großen Respekt einfach, weil es halt einfach neu war für mich und ich einfach nicht wusste, was kommt auf mich zu. Und ich habe so eine Ungewissheit einfach gehabt, ne? So Ungewissheit, ob er mich akzeptiert, ob ich mich wohlfühle, ob er brav natürlich bleibt, ne? Weil es ist jetzt auch so, dass ich eigentlich im Prinzip, naja, die dritte Reiterin bin, die ihn zwar reitet, aber eigentlich überwiegend reitet der Foko ihn alleine. Es saß ein einziges Mal ein anderer Bereiter drauf, als der Foko im Urlaub war. Und ansonsten die letzten Wochen hat der Foko immer quasi alleine geritten. Und deshalb war ich schon sehr spannend, ob er mich so akzeptieren wird. Ich glaube, jetzt hatte ich ein paar Worte verdreht. Das ist noch so die Restaufregung, die sich so momentan legt. Ja, also beginnen wir einfach mal so ein bisschen. Der Foko war so nett und hat mir trotzdem vorher so ein bisschen geritten gehabt, dass ich einfach so das Gefühl hatte, er hat schon mal was getan, bevor ich mich da das erste Mal draufsetze. Und dann ging es eigentlich alles relativ schnell. Also Hocker hingestellt und los ging es. Druff mit dir. Und das Aufsteigen war auch gar nicht so schlimm, wie ich es mir ausgemalt habe, in Anführungszeichen. Also ich habe gedacht, ich muss noch mehr auf meinen Körper achten, noch mehr auf meine Körperspannung. Aber das funktionierte tatsächlich einfach wirklich sehr gut. Und auf einmal plumps saß ich da oben und dachte, verdammt, ich sitze tatsächlich das erste Mal auf meinem Cue. Und dann habe ich noch so einen Moment gebraucht, um mich einfach zu sortieren und dieses Gefühl auch einfach sacken zu lassen. Und dann ging es los im Schritt. Ich habe mich erstmal an die Longe nehmen lassen. Das war für mich einfach eine sichere Nummer. Man muss halt einfach dazu sagen, ich habe in meinem Leben eigentlich nie wirklich junge Pferde geritten. Der Ruby war 6,5, als wir den gekauft haben. Also was auf was Jüngeres saß ich einfach in meinem Leben noch nicht. Und das ist halt schon so, man malt sich so Horrorgeschichten irgendwie aus. Man macht sich viel zu viele Gedanken. Und am Ende ist es gar nicht so schlimm, das ist eigentlich total lustig. Und das hat mir einfach Q auch komplett bewiesen. Also ich habe mich von Anfang an super wohl auf ihm gefühlt. Ich habe mich sehr sicher auf ihm gefühlt. Also ich hatte nicht einmal das Gefühl irgendwie, dass ich Angst bekommen muss oder dass mir das alles unheimlich war, sondern er hat mich eigentlich gleich sehr schön mitgenommen. Ich bin halt erstmal in Schönheit gestorben und habe mich eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr obendrauf bewegt. Foko sagte dann auch irgendwann mal so, Chrissy, du kannst dein Bein auch benutzen. Also, ne? Also das ist nicht nur zur Deko da. Und das habe ich dann auch irgendwann. Aber es war natürlich jetzt erstmal so ein großes Herausfinden für mich, ne? Wie reagiert er? Und dann, klar, bin ich auch noch immer noch sehr nach vorne gelehnt, halt einfach um so ein bisschen den Sitz noch zu entlasten, dass ich halt nicht voll einsitze. Und dann war das sehr viel Konzentrationsarbeit tatsächlich auch für mich. Und irgendwann war ich auch, glaube ich, relativ bleich im Gesicht, weil ich ja schon einfach, wie gesagt, eine gehörige Portion Respekt vor der ganzen Nummer hatte. Aber wie gesagt, Q war wirklich, der war so fantastisch. Also der war, man kann schon fast sagen, wie so ein Lehrpferd. Da hatte ich da einfach so da durchgeführt und gesagt, Mutti, entspann dich. Wir machen das. Also tingelten wir erstmal da im Schleichschritt durch die Gegend, bis ich irgendwie mal das Gefühl hatte, okay, ich kann wieder richtig atmen und ich kann jetzt mal so anfangen, ein bisschen innerlich loszulassen. Und ja, dann sagte Foko irgendwann so, Chrissy, jetzt geht's los, wir traben jetzt an. Und ich erstmal so, oh, ich weiß nicht, doch, wir traben an. Also das war wirklich sehr gut, wie er das gemacht hat. Und dann sind wir angetrabt. Und das war
ich kann es gar nicht beschreiben. Das war so aufregend für mich, so wie fühlt sich's an? Und ich meine, klar kann man das absolut nicht beurteilen, wie das sich vielleicht auch später mal alles anfühlen wird, weil ich halt einfach in einem Zockeltrab da durch die Gegend getuckert bin. Einfach nur nicht zu schnell sein. Obwohl es totaler Blödsinn ist, weil ich ja selbst weiß auch, dass wenn die Pferde fleißig vorwärts gehen, es auch dem Reiter viel einfacher fällt. Aber ich habe mich auf so viele Sachen auf einmal konzentriert oder versucht zu konzentrieren müssen. Dann eben halt auch mit dem Gebiss vorne, ne? Weil ich einfach nicht wusste, wie sehr kann ich da ans Maul, muss ich den Zügel locker lassen? Nein, du brauchst schon eine leichte Verbindung. Dann habe ich ja das Problem, dass meine Hand dann relativ schnell mal hochgeht. Das ist natürlich da auch passiert. So, dann Hand ein bisschen hoch, dann habe ich mich angefangen, so ein bisschen am Zügel festzuhalten. Zack, dann klappt der halt sofort weg. Also ist ja ein anständiges Pferd. Ne? Da zeigt er eigentlich einem sofort, das ist nicht so ganz so richtig, was du da oben drauf machst. Aber du sitzt heute das erste Mal drauf. Ich akzeptiere das jetzt einfach mal. Zwischendrin habe ich immer mal wieder auch natürlich Schritt geritten, um mich selbst mal wieder zu entspannen und einfach auch mal um die Bremse so ein bisschen zu testen. Und ja, dann sind wir nochmal angetrabt. Da ging es dann auch schon ein bisschen besser. Das war dann schon ein Ticken fleißiger. Also, ne, nicht mehr ganz so im Schneckentempo. Und irgendwann sagte der Fokus so, ich mache dich jetzt ab von der Longe. Und ich erst so, ich weiß nicht, ob ich das will. Und er hat gesagt, du hast eh keine Chance da oben drauf, du kannst dich nicht wehren. Und klack, war ich abgehangen. Dann bin ich auf die rechte Hand gewechselt, weil ich weiß, dass Cues einfach rechts auch noch ein bisschen leichter fällt. Und bin erstmal im Schritt außen rum getingelt. Hab mir zwar vorgenommen dann, oder wir haben dann so ein bisschen dran gearbeitet, dass ich halt fleißiger Schritt gehe. Und ich hatte dann so ein Gefühl, wo ich dachte so, oh, jetzt geht da einen fleißigen, guten Schritt. Und dann habe ich mir später abends das Video angeguckt und dachte, oh, und er schleicht immer noch vor sich hin. Wie lustig das eigentlich ist. Also ich habe einfach noch gar kein Gefühl für dieses Pferd. Ja, dann hat der Fuku auch noch mal ein paar Runden an mir herumgeredet. Ich soll jetzt bitte endlich wenigstens noch mal eine Runde traben. Ich habe mich dann dazu entschieden, eine lange Seite zu traben. Bin vor Aufregung sogar, wie ich dann später auch gesehen habe, noch auf dem falschen Fuß leicht getrabt. Gut, dass das junge Pferd das einfach, dem das eh scheißegal ist im Prinzip. Und habe dann aufgehört und habe dann einfach gesagt, Leute, es reicht für mich heute. Das war so viel Input, was ich hatte, so viel emotionalen Input auch. Und ich war ja innerlich halt trotzdem ja so angespannt, dass ich gesagt habe, okay, es reicht. Also wir haben gar nicht viel und lange gemacht, aber ich habe gesagt, ich möchte das langsam aufbauen und ich war schon eigentlich weiter, als ich überhaupt gedacht hätte. Von daher habe ich dann gesagt, okay, ich reite noch mal eine Runde Schritt und dann entlassen wir den Q, der halt wirklich einen super, super tollen Job gemacht hat. Bevor ich abgestiegen bin, habe ich dann sogar noch mal mit dem Handy ein Bild von oben gemacht, weil es so krass einfach ist, was der Kleine schon für einen mega Hals hat. Ich habe, glaube ich, die erste Runde nur auf diesen Hals gestarrt, weil der ist halt einfach schon so breit. Also ich glaube, Rubis ist so und Q's ist einfach fast doppelt so breit. Ist total, total abgefahren. Ich glaub, wo soll das denn nochmal hingehen mit dem irgendwann? Ja, und dann hat Toto hat dann nochmal ein paar Bilder gemacht, wie ich dann auch drauf saß und dann bin ich abgestiegen und war tatsächlich so, dass in dem Moment, wo ich, glaube ich, den Boden berührt hatte, erst im Moment Erleichterung hatte, es ist nichts passiert. Ich bin heile wieder abgestiegen und dann hat es einen Moment gedauert, aber dann kam so echt dieser Glücksstrom durch, wo ich dachte so, verdammt, ich habe echt das allererste Mal auf meinem Babypferd gesessen. Und auch wenn ich so angespannt war und mich benommen habe wie, ich glaube, ein Reitschüler in der ersten Reitstunde, ich war so stolz auf mich, dass ich endlich durchgezogen habe und ich war so verdammt stolz auf den Kleinen, wie toll der das mit mir gemacht hat. Und wie gesagt, dass ich mich in keiner Sekunde irgendwie unsicher auf ihn gefühlt habe. Also, dass er mir einfach so eine Sicherheit vermittelt hat nach dem Motto, Mama, es ist alles gut, du kannst dich auf mich verlassen. Und das war so viel wert, diese Erfahrung zu machen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also, da kriege ich jetzt schon wieder ein bisschen Tränen in den Augen. Das kann man auch nicht in Worte fassen. Das ist einfach so ein emotionaler Prozess, der mit einem da durchgeht. Und ja, also
I'm proud, I'm so happy und ja, wir werden das jetzt natürlich so ein bisschen weiter verfolgen. Ich habe für mich vorgenommen, dass ich jetzt so einmal die Woche immer mal so ein bisschen, nachdem der Foko geritten ist, draufgehe, um einfach erstmal so ein bisschen das Gefühl für das Pferd zu bekommen, für die Steuerung zu bekommen, für die Zügelführung besonders zu bekommen. Und dann, ja, beginnt tatsächlich auch nun der Weg von Q und mir. Und ich bin, glaube ich, so wie ihr, selbst sehr, sehr gespannt, wo das alles mal hinführen wird. Und ja, ich muss das euch berichten. Also ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse, dass das Video vielleicht nicht optimal ist von der Reiterei. Aber so ist das halt nun mal auch, ne? Denn im Leben läuft halt nicht immer alles beim ersten Mal so glatt, wie man sich es halt irgendwie vorstellt. Und ja, seid ein bisschen nachsichtig mit mir. Ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ja, verabschiede mich. Bis dann, meine Lieben. Ciao.